Servus Leute, herzlich willkommen zu Breath of the Wild. Ja, wir waren stehen geblieben hier bei der ersten Erinnerung, die wir uns geholt haben. Wir könnten jetzt weitergehen auf den Berg rauf. Da gäbe es auch was für uns zu tun, aber ich wollte jetzt erstmal diesen Schrein da holen. Den wir ja gesehen haben, dass der da ist. Irgendwo in der Nähe. Und dann denke ich, gehen wir erstmal nach Ranel rüber zu den Zoras. War das Ranel? Ja, doch, müsste Ranel gewesen sein. Hier auf den Berg rauf. Weil von hier kann man nämlich leichter dann an den Wasserfall ran. Und finden vielleicht auch leichter den Schrein. Ich hoffe jetzt nur, dass es kein Kampfschrein ist und wir dann gleich wieder abdrehen müssen. Denn wir brauchen ja langsam wieder mal ein Erfolgserlebnis. Chill. Oh, Schrein in der Nähe, ich weiß. Weißt du nicht, immer oben ist oder unten im Wasser? Ich meine, er wäre unten hinterm Wasserfall gewesen. So. Werden wir aber alles gleich rausfinden, wenn wir jetzt dann hier runterfliegen. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Ich muss gleich mal Pilze fressen. Oh, da kannst du da stehen, Link. Oh, Glück. Ich war mir nicht mehr sicher, ob er das kann. Der Daunai-Schrein ist hier. Tada! Und da sind der Leuchtstein, den braucht man dummerweise. Hab ich denn noch was? Ja, aber andererseits, ich kann einfach das Ding zerkloppen, das ist auch egal. Ist Upgrade-Material, habe ich schon mal erwähnt. Und ist außerdem noch nicht ganz unwertvoll. Nur einer, schade. Ja. Den anderen Rest lassen wir mal weg. Das ist nicht so wichtig gerade. Ab in den Schrein. So ein paar Schreine müsste ich eh nur aus der Erinnerung hinkriegen. Ich erinnere mich daran, was im Schneeball, wo im richtigen Schattenwurf das Ding irgendwo hinhalten musste. In der Nähe der Gerudo-Wüste. Also da sind ein paar Schreine dabei, die sind echt böse. Aber wie schon mal oder wie schon oft erwähnt, ob wir es wirklich alle machen, werden wir sehen. Wir haben nur ein Zeichen der Göttin aktuell. Böse. Sehr böse. Wir müssen echt noch ein paar Schreine zusammenkriegen. Welcher war's? Willkommen, Pilger, mein Name ist Daunai. Im Namen der Göttin Heilia sollst du geprüft werden. Ja? Gut, drei Kisten. Sagt mir jetzt im ersten Moment nichts, aber ich glaube, wir müssen etwas auf den großen Schalter stellen. Jo. Gut, dann gehen wir erstmal auf die andere Seite, gucken uns da mal um. Weil das wird noch nichts bringen, wir sind zu leicht dafür. So. Hallo, Link. Da ist eine Tüche. Da ist eine Kiste. So, machen wir erstmal auf.
Ein Bernstein. Alles klar. Okay. Dann brauchen wir das da. Muss ich die Kisten auf... Ah, das könnte sein. Das könnte sein. Scheiße, komm ich von dir nicht dran. Kacke! Aber erst weiß ich, was ich mit drei Kisten meine. Ich muss es gerade erstmal kapieren für mich selber. Das habe ich jetzt getan. Jetzt kommen wir hier auch weiter. Ja. Und last but not least, Kiste Nummer 3. Da kann ich den... Willst du mich verarschen, Link? Jetzt kommst du da so nicht drauf. Muss ich extra erst noch da hochhüpfen? Willst du mich... Nein! Oh. Ich wollte doch nur meinen Gleiter rausholen. Oh. Ärger mich nicht. Ich stelle mich mal wieder dümmer an, als es eigentlich sein müsste. Dabei haben wir diesen Schrein doch eigentlich schon gelöst. Derseits wirkt es aber auch nicht so, dass es in der Höhe her klappen. Doch, okay. Nehmen alles zurück. Schwere Geburt hier, obwohl es eigentlich ganz leicht ist. Wartet mal ab, wenn ein richtig knackiges Rätsel kommt, so ein richtig schwieriger Schrein, dann gehe ich da durch wie durch Butter. Das ist bei mir immer so. Du hast deine Prüfung gemeistert, ohne Zeichen bist du ausgewählter Held. In Anführungszeichen. Im Namen der Göttin Heilia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Dankeschön. Und dann würde ich gerne mal versuchen, über die Berge zu den Soras rüber zu gehen. Ist dämlich, weil wir den Turm brauchen, ich weiß. Aber ich überlege, ob wir vielleicht den Leunen... Ich spoiler schon mal so weit, wir dürfen uns einem Leunen entgegenstellen. Hier, wenn es mein Dienst erfüllt, bla bla bla, ja komm. Genieß dein Afterlife, was du verdient. Ja, ich weiß nicht, ob wir den schon schaffen könnten oder nicht. Aber wir brauchen ja Elektropfeile, so oder so. Und bei denen gibt es die, weil er die verschießt. Ich nehme gerade voll viel vorweg. Ich bin ja überlegen, ob das nicht Sinn machen würde, da hinzugehen. Aber hier werde ich mich jetzt nicht... rausbewegen und dann in die Idioten reinrennen. Weil wir könnten von Kakariko aus über die Berge hier rüber, ne? Und wir sollen eh nochmal zurück wegen dem Erinnerungsfoto, das wir, glaube ich, gemacht haben. Oder war das wegen allen? Ja, überlegen. Eine Sache, die man über mich und RPGs oder generell längere Spiele wissen muss, ist, dass ich mir Questbeschreibungen nicht immer hundertprozentig einpräge. Da kann schon mal was durcheinander geraten. Der Tarunihi-Schrein, sehr gut.
Aber ich meine, das wäre gewesen. Tagebuch. Wenn du die Orte besuchst, die sie zeigen, kannst du das in Erinnerung, solltest Impa in Kakariko von deinen Fortschritten berichten. Können wir einmal kurz machen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt schon irgendwas Spannendes gibt für uns, weil wir ja noch 11 Fotos vor uns haben. Die wir auch alle holen werden, ne? Es wird zwar wahrscheinlich das kürzeste Breath of the Wild Display auf ganz YouTube, mal abgesehen von Speedruns, aber wir werden trotzdem alle Fotos mitnehmen. Bye. Dadurch, dass du die Erinnerung der Prinzessin miterlebt, hast du auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es vergesse, soll ich dir das hier geben. Doch was. Ja, das Reckengewand, endlich! In alter Zeit durften nur die 5 vom Königshaus Hyrule auserwählten Recken diese Kleidung tragen. Der Träger kann die Kraft von Monstern erkennen. Dann sehen wir, wie viele Leben die noch haben. Das ist dein Gewand. Die Prinzessin hatte es meiner Obhut anvertraut. Du hast es einst erhalten, als du ein Recke geworden bist. Geh sorgsam damit um. Aber gerne doch. So. Nett. Weil die Tür vor der Nase zugeschlagen. Jetzt sehen wir auch wirklich wie ein Held aus. Jetzt haben wir die Ausrüstung komplett. Können wir sie recht nochmal verbessern oder braucht man dafür schon den Leuchtschein? Das muss ich jetzt rausfinden. Wenn wir eh gerade hier sind, können wir das auch gleich mitnehmen tatsächlich. Bin auch überlegen, ob es hier schon Quests gibt, die wir machen können. Bin mir aber gerade nicht sicher, die Hühnerquest vielleicht. Dann machen wir einen extra Part draus mit den Quests hier. Wenn wir sie denn wirklich machen. Es ist immer die Frage, wie viele Schreine finden wir noch so und wie viele brauchen wir dann noch insgesamt. Die Ballade der Recken gab es ja auch noch, ne? Ja, ja, alles zu seiner Zeit. Jetzt gönnen wir uns erstmal das Hauptspiel in aller Gemütlichkeit. So, Madamechen, ich hab da... Ups. Sind die anderen eigentlich respawned? Die Pflanzen fürs Prinzessinnen-Pflanzendinger? Nö. Sind nicht respawned. Schade. Hm. Ach, guten Tag. Ach, du bist es. Sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Ich habe genug Kraft, um meine Kleidung ein klein wenig zu verstärken. Ja, bitteschön. Ja, auf 8. Und da braucht man den Prinzessinnen-Enzian. Ein Reckengewand. Ja, das muss klappen. Bitteschön. Und los. Denn mehr Verteidigung heißt mehr Verteidigung heißt mehr Verteidigung. Werden wir alles brauchen. Von 5 auf 8. Sehr gut. Und fertig bist du jetzt ein wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Stärken einen Bonus. Doch dafür musst du auch das gesamte Set tragen. Dachte ich, könnte vielleicht deine andere Kleidung verstärken. Im Moment, bla bla bla. Ich weiß, ich muss deine Schwester noch bezahlen. Dann kann sie mehr machen. Ich glaube, Bonuseffekte haben wir aber noch nicht, ne? Nö. Nö. Gut, dann jetzt also Richtung Reich der Sora aufbrechen. Irgendwann heißt es dann wieder Blau, 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 blühte Prinzessin in Enzian. Bin gespannt, was wir heute noch so erreichen und ob bei dem einen Schrein bleiben wird. Also das Thermische würde ich schon noch ganz gern schaffen. Das Thermische von der Soras. Ey, guck mal, was da ohne ist. 1, 2 Schreine. Ey, das ist ja ein Ding. Da oben ist Ruine. Ey, ich sag's ja, wir finden hier noch ein bisschen was. Wenn ich aufhöre, soll ein bisschen hessisch zu babbeln, dann sagt Bescheid, ne? Lass es bleiben. Da hinten ist auch noch ein Schrein. Seht ihr das? Da ganz, ganz hinten dran, da ist auch noch ein Schreinchen. Das können wir mal markieren. Den da noch. Das muss beim Gro. Wo ist denn das? Ach,
In der Nähe von Akala. Alles klar. In der Nähe vom Acker da. Gott, der da hinten ist auch noch markiert, den wir nicht machen konnten. Das war doof. Ich würde nämlich gerne demarkieren. Aber geht von hier aus nicht. Okay, dann würde ich sagen, Leute, wir schweben mal kurz darunter in den Sumpf. Jawohl. Ba-ba-ba-di-ba-ba-ba-ba-lö. Müsste der Akala Tower. Oder ist das der. Ne, das ist der Sora. Ist das der Sora Tower da vorne? Ich glaube ja. Schrein in der Nähe! Weiß ich, habe ich schon gesehen. Da hinten wollen wir auch noch hin. Dann da in die Nähe. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Oh, Scheiße. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, ey. Hi! Datakusu-Schrein! Muss mal mir angewöhnen, auf Überspringen zu drücken. Ja. Und die ganze Szene, die mal zu sehen, wie er das aufleuchtet und dann runterfahren, nicht wahr? Angriffen ausweichen. Ja, ich weiß, ich bin da noch meistens zu doof zu. Gebe ich ja ehrlicherweise zu. Oh, das sieht nach Kampfschreien aus. Oder nein, das sieht nach. Willkommen, Pilger, mein Name ist Datakusu. Im Namen der Göttin Heia sollst du geprüft werden im Umgang mit Bällen. Versunkene Rettung. Warte. Weiß, was die von mir wollen. Ich erinnere mich gerade. Das war ein bisschen. So. Mussten nämlich die drei hier. Das hat ja wunderbar funktioniert. Nein, ach Gott. Mich gerade verarschen, Kollege. Toll, den kriege ich jetzt nicht da raus, oder? Kacke. Müssen nämlich da oben irgendwie rein. Das heißt, kaputt, kaputt, kaputt. Jetzt brauchen wir die Schale da unten. Ja gut, also Basketballer wirst du schon mal nicht, Link. Ja, okay. Es kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Keine Sorge, ich krieg das noch hin. Es dauert nur ein bisschen. Yay! 3 Punkte! 6 Punkte! Wo ist der dritte da? Und 9 Punkte. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Neun Punkte. Ach du Schande, ey. Nein, ach. Fuck it.
Machen wir eben erstmal zwei, wenn es dann leichter ist. Ich wollte es mit allen dreien machen, aber gut. Dann eben nicht. Dich nehme ich mit. So. Dich nehme ich mit. Ups, ich habe was vergessen. Gut, dann nehme ich dich eben auch mit. Wo bist du gewesen? Da unten. Müssen wir erst einmal noch da Kügelchen reinbringen. So. Komm mal rangerückt auf einen Zentimeter. Ups. Warte mal. Das ist ja. Das ist ja. Oh, okay, ja, gut, ich hab's verstanden, was ich machen soll. Ich hab's verstanden, ich hab nicht gleich geschaltet, aber ich hab's kapiert. Ich muss ein Bällchen schon oben liegen haben, bevor das dann... Ja, ja, wie gesagt, ich hab's kapiert, es hat nur gerade mal... einen kleinen Anlauf gebraucht bis dahin. Ich mache es manchmal komplexer, als ich eigentlich müsste. Ich war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht das? Das war mir fast schon zu knapp. Aber es hat funktioniert. Deswegen ist ein Breath of the Wild Let's Play niemals bei allen dasselbe. Dass sich jeder unterschiedlich doof anstellt. Gab's hier eigentlich eine Kiste irgendwo, sag mal? Ich habe da, glaube ich, keine Kiste gesehen. Na, ist auch egal. Gib mir dein Emblem des Dingsbums da und dann ist gut. Zeichen der Göttin da. Zeichen der Bewährung, so rum. Du hast deine Prüfung gemeistert, auch wenn, naja, du länger gebraucht hast als jeder, der getestet hat, aber okay. Im Namen wird den Heil ja vielleicht dir ein Zeichen der Bewährung. Das hast du dir verdient. Also, steht so im Arbeitsvertrag. Ach ja. Ich bin der Held, den die Welt nicht braucht, aber der Held, den die Welt verdient hat. Ein Zeichen der Bewährung habe ich erhalten. Gut, hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge den Heil ja dir beistehen. Ich glaube, du wirst es brauchen. Ja, weil du bist ja, du hast ja hinter dir, du hast ja, die kannst ja egal sein, wie die Welt aussieht.
Dennoch werden wir es schaffen. Auch unser Link wird es schaffen, Ganon zu besiegen. Er weiß doch noch nicht wie. Aber er weiß, er wird es schaffen. Ich will jetzt erstmal in Sicherheit gehen, gerade damit mich diese dusseligen Echsenviecher in Ruhe lassen. Dann seht ihr, wir sehen die KP. Er hat 50 KP. Oh, ist das Kackwetter, ne? Zum Glück haben wir einen. Oh, das ist ein Zauberer. Ein Magus. Oh, die sind hässlich, die sind kacke. Hoponga Dorfruinen. Die sind. Alter, hinten brennt's. Blitz eingeschlagen. Wenn wir jetzt was Metallendes tragen würden, würde der Blitz uns treffen. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Aber Leute, wir müssen da hinten hin. Zu diesem Schrein nochmal als nächstes. Und zu den Türmchen. Bei dem Kackwetter bleibe ich hier jetzt stehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und dann suchen wir uns einen Weg dorthin hin. In dem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ihr wisst ja, Daumen nach oben, Abo, während Träumchen ist ja weiterhelfen. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Habe ich schon gesagt. Ja, doppelt komplett besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubsel. Ciao.